Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Seid ihr bereit für das entspannendste Spiel aller Zeiten? Dann seid ihr hier genau richtig. Ich kann jedenfalls eine Dosis Entspannung gebrauchen und deswegen freue ich mich richtig doll auf diesen Tag. Heute ist der fünfte Tag des Sommers, tatsächlich schon. Wahnsinn, wie weit wir schon sind. Und morgen wird ein wunderschöner sonniger Tag, natürlich wie auch sonst. Ganz ehrlich. Erwarten wir mittlerweile was anderes? Nein, ich denke nicht. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Wir sonst noch was hier im Fernsehen? Nee, das war's. Okay, dann schauen wir doch mal, wie es draußen aussieht, oder? Wir haben Post bekommen, wir haben Post bekommen. Yay! Was haben wir denn für Post? Oh, von Robin. Hey du, ich hatte etwas extra Holz rumliegen. Ich dachte, du könntest es eventuell gebrauchen. Pass auf dich auf. Das mache ich. Danke für das Holz. Danke für das Holz. Das räume ich gleich in meine Truhe. Wie viel Holz haben wir denn? 223, gar nicht so schlecht. Sparen wir aktuell auf irgendwas? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir jetzt einen Hühnerstall haben. Da gehe ich jetzt mal ganz kurz rüber. Oh, die kleinen Chickens. Die kleinen Chickens. Hallo, ihr Süßen. Ich habe schon wieder vergessen, wie ihr heißt. Moment. Hertha. Liesel. Wunderschön. Lotti. Und was war denn die vierte? Warte, die hatten wir schon. Wer ist das? Gerti, ganz genau, Gerti. Also die kleinen Süßen hier sind leider noch Babys und werden wohl noch keine Eier legen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber Futter brauchen sie natürlich trotzdem. Wobei eigentlich im Sommer werden sie wahrscheinlich rumrennen und fressen. Wir könnten eigentlich heute ein bisschen Gras kaufen und denen hier Gras anpflanzen, oder? Was meint ihr? Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Ansonsten gibt es, glaube ich, noch nicht viel, um was, dass wir uns kümmern müssten hier auf der Farm. Oder habe ich hier drüben schon irgendwas? Ach, da wollte ich noch aufräumen. Stimmt, vielleicht schaffe ich das heute. Vielleicht schaffe ich das heute. Wir können natürlich auch in die Minen gehen, weil heute ist ja ein Glückstag. Das heißt, vielleicht sollten wir auch das machen. Aber zuerst muss ich mich wie immer meiner ungeliebten Aufgabe widmen und die Pflanzen gießen. Alle 500. Oh, stimmt ja, unser Brunnen ist fertig. Gott sei Dank. Dann muss ich nicht immer runter zu dem Fluss rennen, wenn ich meine Gießkanne auffüllen möchte. Leider dauert es trotzdem ungefähr 13 Stunden, bis ich hier alles fertig habe. Endlich. Wir haben es geschafft. Alle Blumen sind gegossen. Alle 13.000 Blumen, die wir hier gepflanzt haben, dummerweise. Und ich musste nur zweimal meine Gießkanne nachfüllen. Puh, sage ich da nur. Es war ganz schön anstrengend. Ich muss mir erstmal den Schweiß von der Stirn wischen nach dieser körperlichen Ertätigung. Guten Morgen, Mauzi, übrigens. So, wie spät haben wir es? Es ist 20 nach 10. Oh, ich habe eine Blume vergessen. Sternfrucht. Die darf ich natürlich nicht eingehen lassen. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall heute in die Mine, wenn wir schon Glück haben. Ich bin mir nicht sicher, wie weit wir da schon waren. Und wo ist mein Schwert überhaupt? Wo ist mein Schwert? Mein Schwert. Da ist mein Schwert. Oh, Gott sei Dank. Der Silbersäbel, der mir treue Dienste geleistet hat. Was lasse ich denn hier, damit ich mehr Platz im Inventar habe? Ich lasse jetzt auf jeden Fall die Gießkanne da und die Angel. Oder soll ich die Angel mitnehmen? Nee, komm, wir gehen heute nicht angeln. Und die Axt lasse ich auch da. Aber ich glaube, ansonsten sollen wir ein paar Bomben mitnehmen. Ich benutze irgendwie nie Bomben. Aber gut, die Kirschbomben, die bringen auch jetzt nie so viel, ne? Wir nehmen sie mal mit. Wir nehmen sie mal mit. Kann ja nichts schaden. Und dann möchte ich noch ganz kurz gucken, wie es im Dingens aussieht, im Community Center. Da brauchen wir ja jetzt. Moment. Genau, Nutzpflanzen Sommer. Das können wir eh noch nicht abgeben, weil die haben wir ja gerade erst angepflanzt gefühlt. Handwerksraum können wir noch die Sammelsachen vom Sommer. Ich weiß nicht, was wir hier davon schon gesammelt haben. Wir brauchen eine Gewürzbeere, eine Weintraube und eine Edelwicke. Oh, eine Edelwicke. Haben wir das schon? Wir haben eine Edelwicke. Und das war es auch schon. Okay, das können wir auf jeden Fall noch nicht abschließen. Und sonst? Ah ja, wir haben noch das Aquarium und den Heizraum. Okay, der Heizraum, das sind. Ach, das, genau, das sind diese coolen Sachen. Belohnung Lorenreparatur? Das ist dieser Minenwagen, oder? Was ist denn eine Lore? Also meine Uroma hieß so, aber also eben wenn es um Fahrzeuge geht, kannte ich dieses Wort jetzt noch nicht, aber okay. Aber ich glaube, da können wir auch tatsächlich noch nichts abschließen. Da sind wir noch nicht weit genug runter in die Mine gekommen. Wobei Schleim und Fledermausflügel vielleicht? Wo habe ich denn das eingelagert? Bestimmt hier. Also hier ist auf jeden Fall Schleim, aber keine Fledermausflügel. Vielleicht haben wir noch keine Fledermäuse erlegt, aber gar keine? Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. So gar nichts? Ernsthaft? Kein einziger Fledermausflügel? Wow, okay, dann habe ich uns wohl ein bisschen überschätzt. Na gut, dann gehen wir jetzt mal los. Ich sortiere noch kurz mein Inventar um, damit ich mir alles hier zur Hand habe. Genau, wir haben auch noch Müsli-Riegel, wir haben noch Lachsbeeren, das ist super gut. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Ich werde zwischendurch auf jeden Fall noch einen Zwischenstopp einlegen bei. Oh, ich habe was vergessen. Ich muss noch in die Pilzhöhle. Ja, natürlich. Die Pilze sind auch super gut. Vielleicht nehme ich noch ein paar Pilze als Proviant mit. Fällt mir jetzt gerade so ein. Oh, gut, dass ich nicht verplant bin. Gut, dass ich nicht der verplanteste Mensch auf der Welt bin. Das ist wirklich ein Vorteil, kann ich euch ganz ehrlich sagen. Wie viele Pilze haben wir denn? Wir haben eh nicht so viele, dann spare ich mir die noch auf. Wir haben ja noch Lachsbeeren.
Gut, aber jetzt, ohne weitere Verzögerung, werden wir uns auf den Weg machen. Und zwar ist mein Plan folgender. Zuerst statten wir Robin einen Besuch ab. Ich möchte nämlich gucken, was wir alles. Oh, eine Gewürzbeere! Moment, die nehmen wir mit. Ich möchte nämlich gerne gucken, was wir alles brauchen, damit wir uns so eine Scheune bauen können, damit wir Kühe haben können. Genau, deswegen statten wir jetzt erstmal Robin einen Besuch ab. Und dann gehen wir in die Therme, ins Wellnessbad, wie auch immer man das nennt. Und da möchte ich dann unsere Energie auffüllen. Also, Hofgebäude errichten, Hühnerstall, Stall. Oh, 6000 Gold. Puh, gar nicht so billig, ne? 350 Holz und 150 Steine. Das geht sogar. Also, das Holz und die Steine kriegen wir auf jeden Fall hin. Das größte Problem sind die 6000 Gold. Aber okay. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, sagen wir noch schnell Hallo. Hallo Robin. Hier im Sterntautal sind wir ziemlich vom Rest der Welt isoliert. Es hat seine Vor- und Nachteile. Das kann ich mir vorstellen. Dann sage ich den anderen beiden nochmal kurz Hallo. Oh, ich glaube, meine Stimme ist schon heute ein bisschen angegriffen. Ich habe heute nämlich schon ein Video aufgenommen. Okay, so. Maro sagt, ich habe gestern in der Klinik gearbeitet. Wir hatten nicht einen Patienten. Ja, ist doch ganz gut, oder? Wenn keiner krank wird. Ich schätze, die Leute werden im Sommer weniger krank. Meine Rede. Außer aktuell. Aktuell werden zu viele Leute krank. So, wenn du und Maro Freunde werden, bin ich mir sicher, dass sie dir das Teleskop hinten zeigen wird. Ganz schön aufregend, was? Ja, da hast du recht. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das habe ich nämlich noch nie geschafft, dass Maru mir ihr Teleskop gezeigt hat. So, jetzt ist die nächste Station erstmal ab ins Wellnessbad, ab in die Therme. Bisschen Energie auffüllen. Und ich freue mich voll, dass wir diese Gewürzbeere gefunden haben. Jetzt fehlt nur noch eine Weintraube und dann können wir das Bündel abschließen. Das ist ganz cool. So, jetzt rennen wir erstmal in den Wellnessbereich, damit wir genug Energie für die Mine haben, weil sonst brauchen wir gar nicht erst losgehen, ehrlich gesagt. Oh, es ist so entspannt hier. Ich fühle, wie meine eigene Energie auch ansteigt. Das ist wirklich schön. Wunderbar, unsere Energie ist wieder aufgefüllt. Dann können wir ja jetzt uns ins Minenabenteuer stürzen. Ich hoffe, wir haben heute wieder so viel Glück wie beim letzten Mal. Da sind wir ja richtig krank durchgeruscht. So, oh mein Gott. Und jetzt, wo sie sich umgezogen hat, kann sie auch endlich wieder rennen. Ich sag's euch, ich kann das Spiel nicht mehr auf normaler Geschwindigkeit spielen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Es treibt mich in den Wahnsinn, wenn die so langsam gehen und 5 Stunden brauchen, um überall hinzukommen. Ich halte es nicht mehr aus. Das ist echt schlimm. Als ich das erste Mal gespielt habe, ging das noch, weil ich kannte es ja nicht anders. Aber sobald ich den Kaffee freigeschaltet habe, war ich die ganze Zeit nur noch high auf Koffein. Ah, ja. Gute Zeiten, gute Zeiten. So, auf welches Level sind wir denn gekommen beim letzten Mal? Level 30 schon. Was? Das ist ja krass. Gucken wir doch mal, wie es heute läuft. Oh, wir hätten vielleicht eine Fackel mitnehmen sollen, aber naja. Oh, nein, du kommst mit. Du kommst mit mir. Haben wir eigentlich schon irgendeinen Ring? Oh, wir haben sogar schon einen Leuchtring. Ja, dann ist ja gar kein Stress. Dann verbreiten wir Licht, wo immer wir hingehen. Ich hoffe nur, dass wir jetzt nicht diese ekelhaften Schattenmonster hier treffen. Ich hasse die. Die sind zwar, also die sind jetzt nicht so schwer zu besiegen, aber sie sind irgendwie widerwärtig. Was ein schönes Wort. Ich finde, das sollte man öfter verwenden. Widerwärtig. Oh mein Gott, ich habe es gehört. Ich habe was gehört. Das ist eine Fledermaus, die wir gleich slayen können. Oh mein Gott. Ich töte dich. Weg da. Ich will nur deinen Flügel. Nice. Unseren ersten Fledermausflügel gefunden. Gefangen. Nee. Erbeutet. Das ist wahrscheinlich das Wort, das am besten passt. Aber ich hätte jetzt gerne Leiter, weil ich will mich auf diesen Levels nicht allzu lang aufhalten, wenn ich nicht muss, weil ich finde es hier grauenhaft. Es ist mir zu dunkel. Das mag ich nicht. Ja, perfekt. Meine Gebete wurden erhört. So, da haben wir gleich noch ein bisschen Kupfer. Kupfer, Kupfer. Wir bauen ganz viel Kupfer ab. Kupfer kann man immer gebrauchen. Und ich möchte natürlich auch so schnell wie möglich die nächste Leiter finden. Ich will einfach jetzt Level 40 erreichen, weil hier in den 30er Leveln gefällt es mir nicht. Ist mir zu dunkel. Und bestimmt ist es auch nass und kalt. Sieht zumindest so aus. Ein Quarz. Wunderbar. Ich glaube. Oh, was habe ich denn? Was hören meine Ohren? Wo kommt sie her? Von welcher Seite kommt sie? Komm nur her, du Fledermaus. Dann nehme ich dir die Flügel ab. Oder auch nicht, weil irgendwie höre ich sie jetzt nicht mehr und sehen kann ich sie auch nicht. Na gut, dann machen wir mal weiter und hoffen, dass wir bald eine Leiter finden. Oh, jetzt höre ich was. Oh mein Gott. Sie nähert sich von hinten, dieses Schwein. Ganz schön hinterhältig. Aber dafür habe ich ihr jetzt auch ihre Flügel abgenommen. Und eine Bombe. Oh, warte, da ist noch Kupfer. Da ist noch kurz Kupfer. Das nehmen wir mit. Sonst noch irgendwas Besonderes? Nee. Ah doch, da ist noch so eine Kiste, so ein Fass. Okay, war nichts drin. Gut. Level 33. Eine Höhlenkarotte. Ich wollte gerade sagen, eine Ofenkarotte. Ich weiß nicht genau warum. Aber Ofengemüse ist lecker. Oh mein Gott. Verzeiht mir den Schmarrn, den ich hier von mir gebe, aber es ist schon sehr spät. Ich wollte nicht, dass ich euch
mit der Folge irgendwie dann vertrösten muss. Deswegen nehme ich sie in den Tiefen der Nacht auf, damit sie dann am Sonntag pünktlich rauskommen kann. So. Eine Leiter, wie wunderbar. Doch, wir haben Glück heute. Es ist erst 17 Uhr und wir erreichen safe noch Level 35 zumindest. Da muss ich beim nächsten Mal wenigstens nicht ganz von neu anfangen. Ist hier noch irgendwas? Und da ist ein Steingolem. Geh weg. Schlechte Kruzifix. Weg, drauf. Manchmal kommt dann doch der Dialekt durch. Das ist sau witzig. Okay. Level 34. Es ist immer noch nass, kalt und dunkel. Ich hasse es hier. Ich bin froh, wenn wir wieder auf hellen Leveln sind. Aber, ich meine, es ist auch gut, dass wir jetzt schon so weit unten sind, weil dann können wir nämlich Fledermausflügel farmen. Oh, eine Leiter. Perfekt. Level 35. Hey, vielleicht schaffen wir es heute tatsächlich doch noch auf 40. Ich wage es noch nicht so ganz dran zu glauben, aber vielleicht, wenn wir gut sind, wäre eigentlich ganz nice. In welche Richtung gehe ich denn jetzt? Ich glaube, ich gehe erstmal in die andere Richtung, weil da war was ich töten kann. diese Dinger tun mir halt immer so leid, aber weil die tun halt eigentlich niemandem was, ne? Die tun halt niemandem was, aber sie sind einfach da. Und dann kann ich dem Drang nicht widerstehen. Oh, eine Leiter! Perfekt, Level 36, das geht ja Schlag auf Schlag. Und da habe ich schon die nächste Leiter entdeckt. Wir haben schon wieder verboten viel Glück. Verboten viel Glück. Sorry! So, den Erdkristall nehmen wir noch mit und dann machen wir uns schon auf den Weg zu Level 37. Wahnsinn, wie schnell das heute geht. Da ist noch ein Quarz. Oh, da ist noch ein Quarz. Das nehmen wir an. Und ein Erdkristall. Das nehmen wir alles mit. Lassen wir uns nicht entgehen. Wir können einen Teil davon verkaufen. Ich brauche ja noch 6000 Gold für diesen blöden Stall. Dafür, dass ich mir dann Kühe anschaffen kann, die... Oh nein, wir haben keine Energie mehr. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wir haben zu viel Zeug eingesammelt, glaube ich. Gott sei Dank ist mir das gerade noch aufgefallen. Wir futtern jetzt erstmal unsere Müsli-Riegel auf. Und dann, ja, komm, aber Level 40 ist easy noch drin. Easy peasy. Easy peasy. So. Da machen wir noch was weg. Steinis. Also Steine sollten wir jetzt echt tatsächlich genug haben dann für unseren neuen Stall. Ich muss noch überlegen, wo ich den hinmache, aber ich glaube... Oh, ein Steingolem. Schleich dich doch jetzt. Lass mich in Ruhe. Schleich dich. Weg. Pfui. Aus. Geh weg. Okay. So, der wäre erledigt. Da kommt noch eine Fledermaus, die uns ihre Flügel schenken möchte. Und eine Leiter. Wunderbar. Das Kupfer nehme ich natürlich noch mit. Und dann warte ich vielleicht noch ganz kurz auf die Fledermaus, oder? Wenn sie sich nicht zu viel Zeit lässt. Dann können wir diesen Termin gerne noch wahrnehmen. Hallo, Fledermaus. Ja gut, wenn sie jetzt nicht kommt, dann... Ich habe auch nicht den ganzen Tag Zeit, mein Freund. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich muss hier noch zwei Leitern finden. Das geht so nicht. Ich kann sie hier nicht einfach meine Zeit verschwenden. Respektlos. Respektlose Fledermaus. So. Ein bisschen Kupfer. Hier liegen so Schienen. Das ist ja cool. Das bedeutet nämlich, glaube ich... Oh, eine Leiter. Wunderbar. Aber das... Ja, genau. Hier gibt es Kohle zu finden. Gucken wir mal am anderen Ende. Oh, schon wieder ein Steingolem. Komm, schleich dich doch bitte. Danke. So, du kannst dich auch gleich wieder verziehen, mein Freund. Geh weg. Danke. So, wir haben schon vier Flügel gesammelt, ganz schlecht. Ist hier nicht noch mehr Kohle? Ich dachte, hier wäre irgendwie noch mehr Kohle. Oh Gott, damn. Okay, komm, jetzt machen wir die auch noch alle. Wir haben ja sonst nichts zu tun, ne? Wir haben ja so- Oh, es ist schon 21 Uhr. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen dann. Sag mal, warum drehst du dich denn ständig in die falsche Richtung, Emma? Was ist mit dir? Du verschwendest hier schon wieder deine wertvolle Energie, einfach weil du dich einfach wegdrehst. Das ist keine gute Strategie im Angesicht des Feindes. Gut, so, noch ein Level nach unten. Yay, ein Amethyst. Perfekt. So, und jetzt muss ich beten, dass wir ganz schnell die Leiter finden. Weil es ist schon relativ spät, aber ich werde jetzt sicherlich nicht auf Level 39 aufgeben. Dafür sind wir zu weit gekommen und ich habe keinen Bock, diese Level hier nochmal durchzustehen. Die sind einfach, ich meine, die sind ja nicht irgendwie schwierig oder beängstigend, aber die sind einfach unangenehm. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin hier einfach nicht gern. Komm schon. Ach nee, komm. Fledermaus. Fledermäuserich, leg dich nicht mit mir an. Geh weg. Ah, ich bin so froh, dass wir diesen Silbersäbel gefunden haben. No shit. Ah, wo muss ich hin? Wo muss ich? Ich sehe nichts. Kurze Fix. Nee, mit dir streite ich jetzt nicht, mein Freund. Ich will jetzt nur eine Leiter finden. Mehr will ich nicht. Ich will dir jetzt keinen Ärger machen. Ach Mist, da geht's gar nicht weiter. Ich muss also an dem vorbei. Okay, dann essen wir noch ein bisschen was. Ah nein, es ist schon 23 Uhr, Leute. Leute, we gotta go. Leiter, bitte. Keine Leiter. Shit.
No, ich kann es nicht im Krankenhaus ernten. Nicht heute. Oh, Gott sei Dank, wir haben die Leiter gefunden. Holy guacamole. Okay, so, jetzt bitte gib mir einfach, was hier drin ist. Eine Steinschleuder. Na toll. Oh, was soll ich mit dieser blöden Schleuder? Ich habe die safe, ich habe die einfach noch nie benutzt. Ich weiß nicht, benutzt ihr die oft? Ich benutze sie ehrlich, ich habe noch nie diese Steinschleudern benutzt, außer auf dem, welches Fest ist denn das mit den ganzen Spielen? Das Herbst? Ist das irgendwas im Herbst? Ich glaube schon. Aber auf jeden Fall, nur bei diesem Minispiel benutze ich die Steinschleuder. Sonst habe ich das noch nie gemacht. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Können wir ja mal, falls ihr selber Stardew Valley spielt, in die Kommentare schreiben, ob ihr die Steinschleuder benutzt. Ich weiß es nicht genau. Ob die überhaupt was taugt, weil ich sie ja, wie gesagt, noch nie ausprobiert habe. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn ihr mir eure Erfahrungen mitteilt. So, wir gehen jetzt erstmal ins Bett. Haben wir da irgendwas verkauft? Ich glaube nicht, oder? Nee, haben wir nicht. Okay. So, ihr Lieben. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal Schluss machen, weil ich bin super müde. Es ist 1:30 Uhr morgens und es tut mir super leid, dass die Folge so kurz ist. Aber dafür kommt sie pünktlich. Ich hoffe, ihr vergebt mir und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir Stardew Valley spielen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns ganz bald in einem neuen Video. Bis dann. Tschüss.